die Funktion oben 15 Sekunden oder 30 Sekunden langes Video. Minute gibt es noch nicht wie auf TikTok. Ich denke, das wird in den nächsten Monaten sicherlich noch kommen, dass auch eine Minute möglich ist. Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und heute schauen wir Instagram Reel an. Also die Reels auf Instagram. Die neue Videoversion, wo Instagram ganz klar gegen TikTok vorgeht. Wie schon damals bei Snapchat die Story-Funktion übernommen wurde, übernimmt jetzt auch Instagram quasi die sogenannte Funktion von TikTok. Nur, wo ist diese Funktion eigentlich und wie funktioniert die? Und sollte ich diese Funktion nutzen? Das ist auch immer so eine Frage, weil warum Reels? Warum diese Funktion nutzen, wenn es mir nichts bringt und so weiter? Man muss immer unterscheiden. Machst du es als Fun Fact oder nicht? Weil was haben die Leute auf TikTok gemacht damals, als TikTok kam? TikTok war für mich und ist immer noch eine Sing- und Tanzplattform. Die Leute singen dort und tanzen. Also du kannst eine Musik dazu nehmen, dann wird Lip-Sync gemacht und dazu getanzt. Und danach hat man natürlich auch andere Kurzvideos gemacht, wie eben, wie mache ich das, Hilfestellung-Videos, eben Educational-Videos und so weiter, kurz und knapp. Sehr gute Funktion natürlich, hat sich inzwischen bewährt. Inzwischen ist TikTok auch ein bisschen seriöser geworden als noch vor ein, ich sage jetzt mal, Anfang des Jahres. Es hat sich ein ganz bisschen weiterentwickelt. Der Content bekam mehr Niveau und die Plattform natürlich auch automatisch. Trotzdem ist die Plattform immer noch ein bisschen, wie sagt man so schön, wird kritisch angesehen, aufgrund, weil es eine chinesische Plattform ist. Jetzt mal sehen, ob USA da die Konzerne diese Plattform ja da den Teil übernehmen, damit das Ganze halt eingebunden wird, was demokratisch betrifft. Das ist halt politische Ebene halt, ob die App für Spionagezwecke verwendet wird oder nicht. Ja, Instagram, ob die als Spionagezwecke verwendet werden, ich weiß ja nicht. Also, wie gesagt, das soll uns jetzt nicht interessieren. Uns interessieren die Instagram Reels. Also, ich gebe den Bildschirm wieder frei, beziehungsweise mache die Bildschirmaufnahme. Und los geht's. Wir gehen wieder auf meinen Dummy-Account hier. Also, hier sind wir wieder auf meinem Dummy-Account. Die Reels, die könnt ihr hier unten anschauen. Das sind die Reels, die es hier anzeigt. Könnt ihr nach unten wischen, dann nimmt sie mir die neue Reels. Dann könnt ihr eigentlich, da könnt ihr euch stundenlang wirklich rumtoben. Die könnt ihr durch, es ist so scrollen auch. Es ist die gleiche Funktion wie auf TikTok selber. Okay? Meistens immer welche Frauen, die sich zeigen, wie sie gut aussehen, in knappen Kleidern, irgendwelche Hunde. Ja, ihr seht schon, es ist immer ungefähr ja, das Gleiche. Nein, natürlich nicht, aber wie gesagt, es ist ausbaufähig. Wie mache ich aber jetzt das? Für dich selber. Du gehst wieder hier oben auf das Plus und dann hast du hier Real. Real. So, ich wechsle jetzt auf mich. So, du siehst mich jetzt hier. Das ist jetzt die Real-Funktion. Jetzt hast du hier die Funktion oben 15 Sekunden oder 30 Sekunden langes Video. Minute gibt es noch nicht wie auf TikTok. Ich denke, das wird in den nächsten Monaten sicherlich noch kommen, dass auch eine Minute möglich ist. Aber wie gesagt, Instagram schaut da natürlich, weil Instagram hat schon die Funktion 1-Minute-Video als Fixed Post, weil die müssen auch schauen, wollen wir einen Post, Video-Post gegen den Reel ausspielen, gegenseitig und so weiter. Wie gesagt, Instagram wird da schon eine Möglichkeit finden. Also hier hast du die Möglichkeit, wir gehen jetzt mal 30 Sekunden, dass wir ein bisschen Zeit haben. Dann hast du jetzt eben hier die Möglichkeit, eine Musik hinzuzunehmen. Du kannst hier Musik, du hast wirklich die enorm viel Musik natürlich, wo du Hits und so weiter, auch in Kategorien, was ist top aktuell und so weiter, kannst du hier, du kannst auch Musik speichern und so weiter. Wir nehmen jetzt keine Musik hinzu, weil das braucht es jetzt so nicht. Hier hast du die Geschwindigkeiten. Du hast wirklich gesehen, dass einige die Geschwindigkeiten verlängern, wo sie zum Beispiel während der Arbeit am PC oder wo auch immer sitzen und das Ganze so schnell läuft. Das kannst du hier machen mit dieser Funktion. Ich zeige das noch gleich im Detail. Hier hast du dann hier bei diesem Icon hast du die sogenannten Effekte, das sind die hier unten, die wir auch sonst so in den normalen Stories ja kennen. So, und hier hast du auch einen Timer, du
kannst du Timer einstellen, weil eher so 10 Sekunden, 3 Sekunden. Warum Timer? Das ist vielleicht, wenn du dich noch kurz platzieren musst, weil sonst geht das Ganze ja sofort los. Und es ist so, dass es sich aufnimmt, ohne dass du, meines Erkenntnis, die Finger, also es ist freihändig machen kannst mit dem Countdown. Ist ein bisschen einfacher. Wir machen jetzt Countdown auf 3, nehmen Timer einstellen und jetzt nehmen wir hier, jetzt machen wir das eben schneller, auf 2 Mal und jetzt machen wir das Video. So, jetzt kommt der Countdown hier. So, und jetzt geht es eigentlich schon los. Jetzt bin ich im Reel, jetzt siehst du hier oben, siehst du diesen Balken, diesen pinken Balken, der läuft und die Zeit läuft ab. Das bedeutet hier ganz klar, ah, okay, jetzt nimmt es auf, bis hier, jetzt habe ich noch so viel Zeit, diese Tanzchoreografie oder mein Lip-Sync und so weiterzumachen. Oder ich mache diese Videos, wo ich mit dem Anziehen so, wumm, mache so was in der Hand, mache so einen Stopp. Und jetzt kannst du, jetzt hat es hier oben, siehst du, gestoppt. Jetzt ist eben das Geniale dran. Jetzt könnte ich mich umziehen, ein anderes T-Shirt und wieder drauf. Und dann geht es weiter. Also jetzt geht hier der Count und so weiter. Okay, wir haben immer noch die Funktion drin. So wieder zurück. Gut. Jetzt können wir, jetzt haben wir dieses Video aufgenommen. Das Reel. Jetzt kann ich hier auf dem Pfeil rechts. So, und jetzt geht es eigentlich schon los. Jetzt bin ich im Reel, jetzt siehst du hier oben. Jetzt ist diesen Balken, diesen pinken Balken, der läuft und die Zeit läuft ab. Das bedeutet hier ganz klar, ah, okay, jetzt fängt es auf. Bis hier, jetzt habe ich so viel Zeit, die Tanzchoreografie oder mein Lip-Sync und so weiterzumachen. Oder ich mache diese Videos, wo ich mit dem Anziehen so, wupp, mache das dann drauf. Auf die andere Seite. Also jetzt geht hier der Kampf und so weiter. Okay, wir haben immer noch die Funktion drin. Also wir nehmen jetzt dieses Video. So, und jetzt geht es eigentlich schon los. Jetzt bin ich im Reel. Wieder weiter. Und dann bin ich hier auf dieser Seite. Jetzt kannst du Bildunterschrift verfassen. Hier gibst du zum Beispiel an, was ist das? Ich sage jetzt mal Chipmunk Voice. Keine Ahnung. Chipmunk Voice. Und dann kannst du hier wirklich Text weiterschreiben, so wie du dann das für richtig empfindest. Und dann kannst du eben hier auch Hashtags. Ganz wichtig, Hashtags funktionieren hier auch. Also Hashtags auch wieder ganz wichtig, dass du die Hashtags verwendest. Wir sagen jetzt hier eben Chipmunk. Chipmunks. So, Hashtags, das ist wichtig, weil dass du das Video auch wieder beschreibst und worum geht es in diesem Video, weil hier auch wieder Instagram mit den Hashtags schaffst. Und die Hashtags, also dein Video, dem entsprechend erstens der Wortwahl, worum geht es im Video, und im zweiten auch unter Hashtags ausgezeigt wird. Und das seht ihr natürlich, weil die Reels werden einfach mal durchgespielt, einfacher ist, und weil immer noch viele Leute auf Instagram, und es werden immer wie mehr nach Hashtags suchen, die Hashtags gut platzieren. Dafür hast du ja das Video Hashtag-Strategie. Jetzt hier oben hast du beim Titelbild, kannst du ein Titelbild nehmen. Entweder hier aus diesem Video oder aus Aufnahmen auswählen. Wir gehen jetzt hier kurz drauf. Hier sind meine letzten Aufnahmen. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Dann könnte ich jetzt das hier nehmen. Fertig. Dann ist das mein Bild. Jetzt das Bild, ich zeige es jetzt aus, auch im Feed teilen. Jetzt teilen wir das Ganze mal, damit wir das Ganze auch ansehen können. So, jetzt lädt es hoch. So, braucht noch einen Augenblick, bis das gepostet wird. So, weil mir ist es wichtig, dass du das siehst, nicht einfach so, okay, jetzt lassen wir es. So, das ist jetzt mein Reel. Jetzt hast du das Reel, Chipmunk Voice, und hast du hier gleich den O-Tone, das ist so quasi für die Bezeichnung für die Reels. Was jetzt ganz spannend ist, ist, dass jetzt eben hier bei mir, siehst du, wie jetzt der Text ist, und Chipmunk. Ja, super, jetzt hatte ich mal den ganzen Hashtag genommen. Noch einen Fehler gemacht, egal. Jetzt ist es so, bei deinem Profil ist es jetzt auch hier drin. Hier drin, siehst du, das ist das Reel. Deswegen auch bei den Reels, nimm vielleicht ein Profilbild oder irgendein Bild, das vielleicht immer einheitlich ist oder was anderes oder zeigt, was du machst. Du kannst hier auch coole Bilder eben machen, wie bei den Guides. Hast du hier das einzelne Bild, das dir den Guide anzeigt, oder eben hier dann eben die Reels. Also da kannst du wirklich auch vielleicht ein cooles Profilbild von dir nehmen, oder du kannst immer das gleiche Bild nehmen, hast dann für einen anderen Text. Also da kannst du ein spezifisches Bild vorbereiten. Und was jetzt eben auch ist, neu, das Reel wird angezeigt. Also wenn du jetzt kein Titelbild nimmst für dein Reel, dann zeigt es das Reel einfach so an. Jetzt bei mir, ich habe ein Titelbild genommen, dann zeigt es das Reel so an und die Leute können es anklicken. Deswegen musst du für dich entscheiden, okay, will ich, dass das Reel ein Titelbild hat, oder soll es gleich starten, weil dass man mich sieht und, und ich mich bewege. Weil, schau mal, wir machen jetzt kurz noch ein zweites Reel.
damit das nochmals ein bisschen mehr drin ist. Wir nehmen jetzt einfach 15 Sekunden. Tempo ist wieder auf normal und wir machen jetzt hier so Bild wechseln. Wir machen jetzt hier einfach kurz ein Reel, mach hier was und so weiter. Und es muss nicht zwingend 15 Sekunden sein. Es ist einfach, das ist das Maximum, die 30 Sekunden. Wir gehen jetzt hier weiter. Na. Das ist es jetzt. Neues Reel. Und egal, gut, haben wir das so. Jetzt habe ich auch wieder im Feed-Teil. Dann haben wir kannst aber auch das Ganze in den Stories teilen. Hier kannst du das dementsprechend an die gewissen Stories senden, deine Story zum Beispiel teilen, dann geht es in deine Story. Einige machen das eben mit dieser Chipmunk-Funktion, wo sie schnell am Arbeiten sind. Ah, siehst du, wie schnell ich tippe und was ich die ganze tue, und nehmen das so kurz auf, machen das in einem Schnelldurchlauf und nehmen das dann in die Story. Und dann hast du so, wie, ja, sieh mal, wie ich arbeite. So, das ist ein cooler Effekt, kannst du mal so ab und zu mal machen. Aber jetzt gehen wir zurück zu Reel. Wir machen den Reel auch wieder teilen. So, das braucht jetzt weniger lang. So. Cool. So, jetzt haben wir das neue Reel, ist jetzt oben. Jetzt haben wir das. Und hier auch wieder, wenn wir hier zurückgehen, jetzt schaust du. Jetzt siehst du das Reel so. Hier haben wir das alte Reel mit dem Bild, das wir genommen haben. Hier ist das Reel, wo man einfach direkt mich sieht. Und dann fängt dann das Ganze an zu spielen. Und auch hier wieder natürlich. So, hier ist es, das neue Reel. Also, du siehst, ziemlich eine einfache Funktion. Und eben jetzt neu, dass es auch in einem Feed zu sehen ist. Und ich finde es cool. Du kannst den Feed damit ein bisschen auflockern. Ich zeige dir mal eine Person, die das ziemlich cool hat. Finde ich zumindest. Das ist die Rebecca Mir. Hier ist sie. Sie hat das ziemlich cool. Schau mal. Sie hat einen coolen, also sieht cool aus hier. Und dann siehst du, hier sind dann dort, das sind das Zeichen für mehrere Fotos hintereinander. Aber eben jetzt auch hier das Reel. Also hier ist zum Beispiel ein Reel, das sie gemacht hat, weil sie ja bei Tough ist. Dann hast du das eben diese Reel-Funktion. Also das sieht dann eben auch cool aus, weil es wirkt für den ganzen Feed lebendiger aus, wenn du ein stehendes Bild hast. Warum? Weil, schau mal, stehende Bilder hast du ja hier zum Beispiel jetzt auch bei ihr genug. Dann ist es fast schon, ich sage jetzt mal, erfrischender, wenn du jetzt hier so auf ein Reel klicken kannst. Dann schaust du, okay, was macht sie hier genau? Ah, okay, gut. Was auch wichtig ist zu wissen bei den Reel-Funktionen, damit du da nicht irgendwie denkst, ich muss das immer so machen. Du kannst auch selber Videos extern aufnehmen und sie als Reel hochladen. Also ich zeige das mal kurz. Ich speichere ja immer ab und zu bei mir ja Stories, wenn ich mehrere Stories habe. Und da kann ich jetzt hier unten, hier siehst du es, wir können jetzt gleich mal das hier, das ist die Bildschirmfunktionaufnahme, die ich zum Beispiel für ein anderes Video gemacht habe. Jetzt siehst du das. Jetzt siehst du unten hier. Das wäre das Reel, oder ich ziehe es hier rüber. Das siehst du jetzt, wie du das Ganze für ein Reel quasi verwenden kannst. Dann kann ich hinzufügen. Jetzt habe ich das Reel drin. Jetzt kann ich hier weiter. Jetzt ist das mein Reel. Das Reel. Nochmals weiter. Jetzt siehst du. Ah, oh, okay. Bam, 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 bam. Okay. Teilen. Jetzt habe ich aus einem Video, das ich extern gemacht habe, habe ich jetzt, wo ich nicht über die Reel-Funktion direkt aufgenommen habe, sondern über eine andere Aufnahme, jetzt als Reel hochgeladen. Das kannst du machen, weil du kannst zum Beispiel extrem coole Videos machen und diese dann eben als Reel hochladen. Da hast du dann eben auch eine extrem coole Funktion. So, Benachricht wurde verschoben. Ja, das interessiert mich jetzt ja nicht. So, jetzt haben wir dieses Reel hier. Das ist jetzt ein Reel. So, wo bist du? Ja, Reel ansehen. Nee. So, ja. Also, du siehst, das ist einfach das Reel, weil es eben diese Bildschirmfunktion hat und sonst nichts anderes zeigt. Aber das ist eben eine Möglichkeit. Du kannst coole Videos irgendwie mit der Kamera aufnehmen, das Ganze auf 15 oder 30 Sekunden schneiden, cool zusammenschneiden und dann als Reel-Funktion hochladen. Gutes Beispiel, da haben wir viele Beispiele, eben diese Reels auch hier, die sind nicht alle immer mit dem Reel-Funktion aufgenommen. Und das ist zum Beispiel das,
hast du eine Möglichkeit, deine Kreativität noch groß freien Lauf zu lassen für coole, kurze Videos, dass du es nicht immer mit der Reel-Funktion machen musst. Du kannst natürlich das mit dem machen, weil das Video stoppbar ist, aber du kannst auch von extern, wenn du jetzt das was sagst, 30 Sekunden so hochladen. Das kannst du selber entscheiden, wie du es machst. Das ist natürlich immer wegen den externen mit der einen Video ein bisschen mehr Arbeit, wenn du es hier tust, aber finde es mal für dich heraus. Also, ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen, was du mit Reels machen kannst. Reels sind gut, um zu zeigen, was machst du. Auch im Business kannst du coole Reels machen, zum Beispiel von der Küche, wenn du ein Restaurant hast, auch auf dem Bau. Es wird immer wieder unterschätzt. Du kannst coole Videos machen, zum Beispiel, wie du eine Mauer hochziehst, aus Mauer, wirklich. Das klingt jetzt doof, aber du kannst es zeigen, wie du es machst, Spachteln und so weiter. Das sieht dann cool aus. Die Leute denken manchmal viel zu weit, was könnte ein cooles Video sein. Das ist nur 15 oder 30 Sekunden lang und das kann cool funktionieren. Denk immer dran. Kino-Trailers, Teaser-Trailers sind auch nur so kurz und die funktionieren immer fast am besten. Warum? Kurze, schnelle Einblicke in was der Film ungefähr vielleicht zeigen könnte. Deswegen die Reel-Funktion auf keinen Fall unterschätzen. Wird momentan extrem gepusht, kannst du sehr weit nach oben bei Instagram kommen mit den Hashtag-Funktionen dazu und so weiter. Also extrem gute Möglichkeit, um noch mehr von deiner Kreativität oder deinem Wissen in kurzen Videos weiterzugeben. Also, wir sehen uns im nächsten. Bis dann.